Am Wort ist Frau Bundesministerin Leonore Gehwessler. Bitte schön, Frau Bundesministerin. Werte Abgeordnete, liebe Zuseherinnen und Zuseher, die uns heute hier zuschauen. Mit dem Maßnahmenpaket, das wir heute auf den Weg bringen, setzt man wirklich einen großen Schritt und einen wichtigen Schritt in puncto Verkehrssicherheit. Und damit kann nach einer wirklich intensiven Arbeit in einer Arbeitsgruppe mit den Bundesländern, es wurde schon darauf hingewiesen, mit Fachleuten, mit dem Innenministerium und nach der breiten Unterstützung auch im Begutachtungsverfahren dieses Paket mit 1. September in Kraft treten. Und ich möchte mich wirklich an dieser Stelle und zuallererst noch einmal bei all jenen bedanken, die in den vergangenen Monaten wirklich mit großem persönlichen Einsatz auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben, uns aufgefordert haben, hier muss was geschehen. Und wir machen auch heute genau das. Wir setzen heute mit einem Maßnahmenpaket und das auch in der gebotenen Eile Maßnahmen gegen die extreme Raserei. Und ich möchte eine Person an dieser Stelle ganz besonders erwähnen. Ich habe mit ihr persönlich telefoniert, deswegen erlaube ich es mir auch jetzt zu sagen. Frau Peterbauer in Salzburg, die nach einem wirklich tragischen Unfall, ihre Tochter kam zu Tode, diese Situation dazu genutzt hat, uns alle aufzufordern, was zu tun. Und das ringt mir wirklich allergrößten Respekt ab, in so einer schwierigen persönlichen Situation sich dafür einzusetzen, dass es für andere besser wird, dass wir solche Unfälle in Zukunft vermeiden können, indem wir was tun, indem wir alle in diesem Raum heute was tun, nämlich dieses Paket beschließen. Und deswegen ein ganz großes Danke nach Salzburg. Ich möchte mich aber wirklich auch ganz explizit bei allen schon davor genannten bedanken, insbesondere auch bei den Bundesländern. Da haben wirklich Landesräte und Rätinnen aller Parteien mitgearbeitet, Vorschläge eingebracht. Und auch hier ein Danke nach Salzburg, ein Danke aber auch nach Oberösterreich. Also es ist hier wirklich eine gute Zusammenarbeit gewesen. Und das ist auch gut und wichtig so, weil ich glaube, wir haben alle, und der Herr Ottenschläger hat es sehr auch deutlich noch einmal verbalisiert, wir alle kennen die Medienberichte, wir sehen sie wöchentlich zumindest von dramatischen Unfällen, die das Problem zeigen. Wir haben ein Problem mit extremer Raserei. Das sind einige wenige unbelehrbare Wiederholungstäter, die mit ihrem Verhalten Menschen gefährden, die mit ihrem Verhalten 120 im Ortsgebiet, 250 auf der Autobahn, Straßenrennen am Gürtel oder wo auch immer, die gefährden Menschenleben bei dieser Geschwindigkeit, wird das Auto zur Waffe. Und deswegen müssen wir hier aktiv werden, weil wir haben festgestellt, auch im internationalen Vergleich, auch aufgrund der Praxiserfahrung der Bundesländer, die Geldstrafen, die Führerscheinentzug, die wir bis jetzt hatten, die reichen nicht aus, um bei dieser Zielgruppe Wirksamkeit zu erzielen. Und gerade im Straßenverkehr ist es wichtig, jeder Tote im Straßenverkehr ist einer zu viel. Das ist nicht nur eine Zahl in einer Statistik, das ist eine Arbeitskollegin, ein Familienmitglied, ein Freund, eine Freundin. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir mit diesem Paket wirklich die richtigen und die zielgerichteten Maßnahmen setzen, um hier insbesondere auch die Gruppe der Wiederholungstäter gut bei illegalen Rennen, bei hohen Geschwindigkeiten auch wirklich Maßnahmen setzen, die Wirkung zeigen werden. Und darum geht's. Ich möchte noch ganz kurz auf die Maßnahmen eingehen. Der Herr Kollege Daimek hat eingefordert, möchte ich nur noch mal klarstellen, bei der Erhöhung des Strafrahmens geht es um den Strafrahmen. In Antwort auf den Herrn Kollegen Margreiter, schon bisher ist dann bei der konkreten Höhe der Straffestsetzung auch die wirtschaftliche Situation in Betracht zu ziehen. Sie wissen das sicher. Alles andere wäre jetzt eine noch größere Reform, aber ich habe Ihren Input natürlich auch hier gehört. Wir verdoppeln die Mindestentzugsdauer, da war der Herr Daimek jetzt kritisch, dass das zu wenig ist. Ich möchte noch einmal unterstreichen, es ist die Mindestentzugsdauer. Es war einfach wichtig und richtig, weil wir sehen jetzt, dass man hier, dass die 2 Wochen, die es bis jetzt waren, einfach nicht zu einer Wirkung geführt haben, auch in der Praxis kaum umzusetzen waren, deswegen oder wirksam umzusetzen waren, deswegen die Erhöhung der Mindestentzugsdauer auf 4 Wochen. Wir verdoppeln auch den Beobachtungszeitraum für diese Delikte
und setzen auch wirklich die vollständig neue Maßnahme, nämlich Teilnahme an illegalen Straßenrennen. Wichtig dabei auch, dass nicht nur diejenigen unter dieses Delikt fallen, also als besonders gefährliches Delikt, die selbst rasen, sondern auch die, die daneben im Auto sitzen, abschirmen und dieses Straßenrennen auch erst möglich machen. Und auch hier gibt es konkrete und konsequente Sanktionen und das ist gut. Die Beschlagnahme des Fahrzeugs, die jetzt in mehreren Wortmeldungen auch angeklungen ist, auch daran werden wir arbeiten, weil wer sich durch hohe Geldstrafen, wer sich durch wiederholten Führerscheinentzug oder durch alle anderen Maßnahmen nicht davon abhalten lässt, lebensgefährdend, und nämlich für andere und für sich selbst lebensgefährdend auf unseren Straßen unterwegs zu sein, da soll auch in Zukunft die Möglichkeit des Fahrzeugentzugs in Österreich umgesetzt werden. Wir werden dieses Paket bis Jahresende, also vervollständigen, sind aber mit dem Verfassungsdienst hier in sehr engem Austausch, weil ja, das ist eine verfassungsrechtlich komplexe Materie, wie die Juristen und Juristinnen in diesem Haus sicher sehr gut einschätzen können. Ich freue mich sehr, dass wir hier einen Schritt setzen können, weil es ein großer Beitrag ist zur Verkehrssicherheit in unserem Land, und sage danke und ersuche Sie um breite Unterstützung für dieses breit abgestimmte und, glaube ich, sehr wirkungsvolle und gute Paket. Herzlichen Dank. Applaus